Der nachfolgende Spot wird Ihnen präsentiert von Oskar am Freitag, dem Lokalmagazin für Gotha und den Landkreis. Der FC Rot-Weiß Erfurt hat kürzlich einen Fan-Talk in der Heimspielstätte des Vereins ausgerichtet. Die Rot-Weißen fühlen sich in der Öffentlichkeit falsch dargestellt und wollten einiges gerade rücken. Oder wie es Präsident Rolf Rombach sagt. Aber die Presse über einzelne Tatbestände berichtet hat, die man nicht so im Raum stehen lassen konnte und die auch nicht stimmen. Und das haben wir heute versucht, durch Tatsachen zu widerlegen. Natürlich ging es unter anderem um die Kündigungen ehemaliger Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Damit wurde öffentlich der Geschäftsstellenleiter Konstantin Krause in Verbindung gebracht. Doch wer hat eigentlich warum gekündigt? Wir reden ja von vier Personen. Frau Weiß macht ihr Masterstudium. Das war Hauptgrund, warum sie RWE verlassen hat. Tom Bertram kam auf mich zu, hat den Wunsch, sich selbstständig zu machen, hat aus diesem Grund die Geschäftsstelle verlassen. Iris Juritz war nie Mitarbeiterin der Geschäftsstelle, sondern war freie Mitarbeiterin, hat die Mitgliederbetreuung gemacht. Die Mitgliederbetreuung stagnierte. Auch das haben wir natürlich hinterfragt, haben Ziele gesetzt. Und dann hat Frau Juritz, was rechtens ist, das freie Mitarbeiterverhältnis gekündigt. Frau Pippoleit, mit der habe ich jahrelang bis zum letzten Tag sehr gut zusammengearbeitet. Frau Pippoleit hat dann, das kann man offen sagen, wegen Differenzen ihr Arbeitsverhältnis gekündigt. Soweit, so gut, all das ist legitim. Vizepräsident Thomas Kalt geht dann aber darauf ein, was ihm insgesamt nicht gefällt. Und wir erleben einfach, und ich sage das auch so engagiert und auch wirklich sauer, dass immer dann, wenn manche das Gefühl haben, dass sie mit ihren Dingen und Anliegen nicht durchkommen, über die Zeitung versuchen, Druck auf den Verein auszuüben. Und das ist nicht in Ordnung. Wir erleben, dass wir mit dem Oberbürgermeister der Stadt Erfurt in Diskussionen sind um die Stadionmiete. Wir gehen morgens aus dem Rathaus raus und abends gehen andere Vereinsleute, die überhaupt kein operatives Geschäft im Verein haben, ins Rathaus rein, die gar kein Mandat haben, und reden gegen die Interessen des Vereins. Das kann nicht sein, muss ich ganz offen sagen. Und das ist gemeinsam eins, und so ist es eben kein gemeinsam eins. Und das war ja der Grund für die auch bei euch umstrittene Aktion gemeinsam eins. Weil wir das erkannt haben, wir müssen ja endlich mal lernen, eine Sprache zu sprechen und gemeinsam an einen Strang zu ziehen. Sonst hat ein Verein unserer Couleur keine Chance mehr. Vielen Fans sei zumindest bisher auch nicht bekannt, dass der Verein nicht alles kommentieren oder öffentlich erklären kann. Der Vizepräsident schob ein Beispiel hinterher. Ein weiteres Beispiel, wie ich gehe, was heute noch gar nicht gekommen ist, vielleicht kommen kann. Es war jetzt, ich lese das ja dann selber, ja, wieso sind die Pakete noch nicht rausgeschickt? Und ich erwische mich dann schon selber, dass ich wütend bin, warum die Arena-Pakete komplett noch nicht rausgeschickt worden sind. Der Grund dafür ist, die Frage wurde nicht gestellt, ich beantworte sie, weil Jaco das neue Trikot nicht liefern konnte vor Ende August. Sind die jetzt da? Wir sind da. Wir sind jetzt da. Wir konnten die Pakete nicht ausliefern, weil Jaco ein Lieferproblem hatte. Jetzt können Sie übrigens zu Recht sagen, dann kommuniziert es doch. Ja, jetzt passen Sie auf. Jetzt wollen wir aber auch so eine Sache, jetzt kommunizieren wir, Jaco kann nicht liefern, dann schreibt uns Jaco parallel eine Mail, also liebe Freunde, müsst ihr das jetzt öffentlich machen, dass wir das liefern können. Das ist immer so ein Beispiel für den schmalen Grat, auf den wir wandern. Wir können nicht alles sagen, was wir sagen möchten und wollen, weil immer irgendjemand anderes sich auf den Fuß getreten fühlt. Nach knapp 3 Stunden wurde die Diskussion beendet. Gemeinsam eins, so will sich der Verein samt seiner Anhänger präsentieren. Und was hinter den Kulissen gilt, gilt natürlich auch auf dem Platz. Klar, wir sind nach wie vor die Nummer 1 in Thüringen. Wir wollen es auch bleiben. Am Ende der Saison wird abgerechnet. Wir haben Samstag das Derby, ist der erste Schritt dorthin.